Hantavi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen mit Familie Neumann. Und das ist die Gisela Neumann. Dann ihr Mann, der Guido, der scheint momentan auch da zu sein. Ich muss mal gerade schauen, ob der frei hat heute. Ja, Dienstag hat er frei. Da kann er noch ein bisschen Sachen lernen, was er lernen muss. Und Gisela hat ja ein ganz anderes Ziel, nämlich sie will 6 Enkelkinder haben. Also jedes dieser 3 Kinder, wo sie gerade hat, muss 2 Kids kriegen, so in etwa. Ein Baby unterhalten. Okay, warte, unterhalten kriegen wir, weil ihr geht es gerade nicht so gut. Unterhalte dich doch einfach mal. Ach, da geht gar kein Unterhalten. Ist ja doof. Ich hätte jetzt gesagt, unterhalte dich mit dem Butler, aber der Mann, der schläft noch. Aber du kannst aufwachen. So, okay. Was machst du? Ja gut, ich gebe was zu essen. Die Kids, Nathaniel und Nicole, die Zwillinge, die sind in der Schule. Unsere kleine Norma, die könnte heute älter werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine schon, dass sie heute älter wird. Und Georgia ist ja jetzt ausgezogen. Genau, Georgia ist ausgezogen. Das heißt, dass wir im Grunde dieses Zimmer jetzt wieder frei haben. Da bin ich mal so ein bisschen am Überlegen, was wir machen. Also dann schau mal nach der Norma, wie es ihr geht. Und, warte mal, ich gehe nochmal ran. Okay. Sie ist müde, wir kriegen Post. Okay. Warte, so, dann gehen wir mal, bringen sie mal ins Bett. Und dann war das Unterhalten. Insider-Witz machen wir einfach mal. Genau. Dann haben wir ja noch den lieben Gerd hier. Das ist noch der Bruder, der jüngste von den Neumann-Kindern. Und ja, ich weiß mit ihm immer noch nicht, was für ein Mädchen es sein soll. Ich weiß auch nicht. Wer ist denn noch übrig, die er kennt? Oh, die Lilly Scheuer. Stimmt, die fand ich genauso hübsch für ihn. Nehme ich eine andere, aber ich habe dann irgendwann so ein bisschen einen Mädelsüberschuss, hatte ich ja auch gesagt, ne? Ah, das ist echt doof. Also, er hat nicht jemanden so ganz Spezielles eigentlich. Also auch vor allen Dingen, er kennt gar nicht alle, glaube ich. Oder wäre die Gesa, aber die braucht noch ein bisschen. Die Pia. Ich weiß halt auch nicht, wie er jetzt eigentlich dazu kommen soll, um die alle kennenzulernen. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal gerade überlegen. Jetzt ein bisschen besser ist es geworden. Ob wir jemanden vom College eigentlich einladen könnten. Also, ob wir überhaupt jemanden kennen. Ich meine, die sind alle null. Das sieht eigentlich schon ganz schlecht aus. Ja, das sieht super schlecht aus. Ich muss mal das andersrum überlegen, dass ich ihn einlade ins College. Aber vielleicht geht das ja schneller. Oh, warum ist denn Beate und Louis? Eieiei. Das hat bestimmt was mit Georgia zu tun gehabt. Und dann gucke ich nochmal bei dir gerade rein. Wen du eigentlich so kennst. Die Maria könnten wir. Ah, da können wir deswegen die Gesa mal mit einladen. Die Hanna. Ja, mit der Jenny könnten wir mal ein bisschen besser machen. Wobei, also, dass wir sie mal anrufen oder so. Und alles andere ist auch schon wieder so weit unten. Ja, das ist echt Hammer. Manchmal finde ich das ein bisschen schade, dass ich so die Freundschaften alle gar nicht halten kann. Aber in so einer großen Familie ist es halt oft schwierig. Naja, gut, okay. Wir machen erstmal weiter. Gucken wir, wann kommt eigentlich Gerd nach Hause? Um 15 Uhr. Vielleicht machen wir nochmal ein Blind Date mit ihm. Wir geben das Geld halt mal aus für ihn. Es ist zwar halt immer, ja, doch ein bisschen viel. Was macht ihr da unten?
Hol mal die Post. Eieiei. Geh wieder rein, du sollst nicht erkältet sein. Ja, Rechnung bezahlen mal direkt. Achso, wobei sie hätte es nur da reingelegt. Das wäre noch gegangen. Geh mal baden. So richtig gut baden. Und dann haben wir gesagt, musst du kochen und Sauberkeit lernen. Okay, also dann gehst du danach hier rein und lernst das Kochen. Unsere Gisela, die kann sich das so ein bisschen überlegen, was sie denn machen möchte. Oh, sie hätte mal. Ah, ihr geht es immer noch nicht so gut. Architektur, jemanden einladen. Okay, warte mal. Wobei, ich weiß nicht, wen sollen wir denn einladen? Aber wenn dir das was hilft. Ach, wen lade ich denn ein? Denn Jens, Quatsch, Jens, sag ich schon. Sven Fröhlich ist das. Könnten wir auch mit einladen. Wir könnten den Carsten mal einladen. Mit seiner Frau. Den Arthur. Okay, da ist. Da waren wir auch schon mal besser anscheinend. Okay, komm mal rein. Wir gehen mal ans Telefon. Oh, sorry. So, das Haus, das ist natürlich. Also, das Grundstück ist riesig, wie man sieht. Das Haus könnte man noch sehr gut. Ja, sehr gut ausbauen, muss ich gestehen. Ich lade einfach mal den Carsten ein und schau mal, ob vom Haushalt noch jemand mitkommen möchte. Ich weiß aber nicht, ob vielleicht nur die Manuela kommt. Ah, die Katzen. Oh, würden die Kinder auch kommen? Wenn das geht. Aber um die Uhrzeit wahrscheinlich kommen die nicht mit, oder doch? Okay, ich komme aber, ob der Rest der Familie kommt, weiß ich nicht. Geh doch mal auf die Toilette da hinten. Und lieber Adrian, glaube ich, heißt er auch. Mach uns doch mal Mittagessen. Es ist 12:47 Uhr. Und warum habe ich da nichts gekriegt jetzt? Oh, was willst du? Ein Tier besitzen? Okay, das können wir natürlich auch machen. Das war gerade auch so meine Überlegung. Es gibt noch gar keine Tiere hier, aber. Oh, Carsten ist alleine gekommen. Baby kriegen. Ah, toll. Komm schon mal. Komm. Was ist das? Stinky. Ein Stinktier. Seltsamerweise ist das überhaupt nichts geworden. Ja, hier. Tja, du kannst hochküssen. Nein, um Gottes Willen. Bloß nicht. Bloß nicht den Carsten. Der will eine Goldhochzeit. Und dem sollen wir es auch ein bisschen gönnen dann auch, ne? Aber es schadet nichts, hier mal ein bisschen. Geht es wieder gesund? Ein bisschen Freundschaft aufzubauen. So, Gisela ist auch wieder gesund. Wunderbar. Wir gehen mal ein bisschen vor, bis die Kids nach Hause kommen. Nicoles Noten verbessern sich. Das ist sehr schön. Jetzt muss ich mal gucken. Da haben wir eine 3 plus und eine 2 plus. Oh je. Gerd, yay! Projektleiter, herzlichen Glückwunsch, Gerd. Dann hast du auch ein bisschen Geld mitgebracht und dann können wir das auch wieder gleich direkt ausgeben. Oh, unsere Nicole, die ist total müde und er eigentlich auch. Oh mein Gott, was? Warte mal, ich muss mal gucken, habe ich das. Ups. Rabia ist tot. Ach, natürlich. Habe ich das nicht. Warte mal, das hier. Oh, ne, doch. Das. Ja, komm, ich vergebe das heute mal ausnahmsweise. Okay. Haben wir Geburtstag? Oh, da muss ich mal ganz fix schauen. Sonst hätte ja keiner. Aber wenn ich Geburtstagsparty machen kann, ja, kann ich. Ich muss mal ganz kurz am Überlegen, ob wir wirklich jemanden einladen sollen. Nee, wir machen das einfach so ohne. So, einmal eine gelbe Torte. Und ich muss nur mal ein bisschen rechtzeitig noch nachher daran denken. Okay. Wobei. Ja doch, geh mal kurz duschen. Und danach würde ich fast direkt sagen, bring die Norma mal an den Tisch. So. Und ihr beiden. Hallo, Fremder. Ihr beiden.
Geht, glaube ich, erstmal schlafen. Du fliegst mir doch sonst wieder um, oder? Also, was heißt wieder? Ja. Oh, Carsten. Wieso sitzt er immer noch? Oh, ich glaube, du hast den Punkt erreicht, wenn ich richtig sehe. Ja. Dann hör mal kurz auf. Wir müssen noch Sauberkeit lernen. Dann nimm mal den Sauberkeitspunkt, während Gisela unsere jüngste Tochter holt. Was ist denn das? Denise Schacke oder wie das heißt? Oh, du bist okay. Ach, der ist selber ins Bett gegangen, wenn auch im falschen Zimmer, egal. Ich lasse ihn jetzt auch mal schlafen. Er muss sonst ja nichts lernen fürs Weitere. Er ist auf jeden Fall hier auf dem Weg. Ja, haben wir eigentlich unsere Berufsbelohnungen rausgeholt? Ich weiß es gar nicht. Vermutlich, ja. So, Gisela ist unterwegs. Sehr schön. In meiner seltsamen Treppe, Doppeltreppe hier. Aber irgendwie, ja, hat es auch was. Keine Ahnung. So, meine Liebe, Norma, wartet mal. So, ich versuche mal von der anderen Seite zu kommen. Oh, jetzt gibt's Hummer, wenn ich das richtig gesehen habe. Moment. So. Ach Gott, was ist denn Leute heute los hier? So, jetzt aber. Und tja. Oh, der Hummer da hinten. Er ist schwarz geworden, obwohl David. So. Es gibt leider keinen. Ach doch, irgendeiner kam noch. Carsten kam noch. Das ist sehr nett von dir, Carsten. Dankeschön. Ich glaube, sie hat braune Augen und ähnlich dunkle Haare wie die Mami, und auch der Papa hat ja auch schwarze Haare. Na? Juhu! Und das ist unsere kleine Norma, die genauso aussieht wie die Schwester aussah, fand ich, finde ich. So, prima. Genau, jetzt müssen wir mal gleich schauen. Energiehygiene, okay. Jetzt essen. Achso, wir essen eine Torte. Ja, okay. Ist mal eine Torte. Den Rest davon machen wir weg. Guck mal, der Arme, der. Genau, der macht schon. Naja, gut. Adrian, kannst du die nicht mal bitte wegmachen? Oh, das haben wir natürlich jetzt verpasst. Komm schon, mach noch ein bisschen. Die zwei, die schlafen. Die haben halt auch den Geburtstag jetzt verpasst. Nicole. Ach Gott, Nicole ist im falschen Bett gelandet. Na, ich lasse sie einfach schlafen. Das passt im Grunde schon. Gisela, wo bist du jetzt hin? Nee, Gisela, jetzt nimm mal deine jüngste Tochter, nimm mal die Norma. Und wir bringen sie direkt mal nach oben. Oh, ich kann hier übrigens auch was anderes machen. Mit Guido flirten, das ist doch mal gut. Guido den Rücken kraulen, das machen wir gleich mal, damit es ihr besser geht, wenn er fertig ist. Achso, Entschuldigung. Norma hier absetzen. Wobei, ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Ja, doch, setz sie mal ab. Ah, nee, dir geht's nicht so gut. Er könnte das machen. Mit der Krebsmilch. Wobei, wie machen wir das jetzt? Komm, also du machst, gibst sie mal aufs Töpfchen und dann badest sie mal fix und danach gibst du sie ins Bett. Ach so, Moment, ich darf ja nach dem Töpfchen nichts weiter ansetzen. Habe ich ja auch ganz neu gelernt. Lass erstmal das Kind in Ruhe aufs Klo gehen und es fertig machen. Wenn ich direkt danach was drinnen habe, ja, mag sie nicht so gerne sitzen bleiben. So, also danach die Norma baden und dann ins Gitterbettchen. Er ist jetzt fertig, das ist auch super. Dann gehst du nochmal fix auf die Toilette. Wir müssen uns dann nachher mal um deine Frau kümmern, aber du gehst erst einmal hier rein, weglegen, den verbrannten Hummer, den wollen wir nicht essen. Ach, nee, nicht weglegen, Entschuldigung. Abspülen. Aufräumen, aufräumen, aufräumen. Und dann gucken wir mal lieber, ob noch irgendwas im Kühlschrank vorhanden ist. So. Gerd, also der schläft immer noch.
Die Kids auch, ja, die brauchen noch ein bisschen. Gerd, ich würde gerne mit dir tatsächlich noch mal ein Blind Date machen. So, ich glaube, an dieser Stelle würde ich jetzt mal einfach noch mal unterbrechen und dann machen wir noch mal eine ganze Runde neu. Also noch mal ein Part, so. Ja, das sage ich jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Sagina. Ciao, ciao.